Fahrzeug, angetrieben eben von einem Umlaufmotor aus der ersten Kategorie der Motoren, die diesen Bezeichnungen Flugmotoren standhielten. Ja, und dieses Flugzeug verfügt über keinerlei Gashebel oder ähnliches. Es gibt einen Hebel zur Betätigung der Zündung, Frühzündung, Spätzündung und des Zündmodus aus. Das heißt, Michael, der steuert diese Gaszuführung nur über die Zündung ein, Zündung aus, Anflug zur Landung. Fokker, B1, der legendäre Heidegger. Geringe Flügelspannweite, deshalb drei Flügel daher auf Herhöhlen der hohen Schwerpunkt. Vollkampfpilote Michael Karlsson und Thomas Koch. Michael turnt mit etwa 180 km/h im Horizontalflug. Durch dieses wahnsinnig gutmütige, dicke Profil ist er in der Lage, mit etwa knapp 170, 180 km/h Loopings, Aufschwünge, Turns und Rolle zu fliegen. Auf engstem Gras von einem Könner geflogen. Jetzt ist Armin ganz weit vorne. Jetzt hat er quasi Würfelzucker in den Augen. Ab jetzt ist der Passagier in seinem landenden Flugzeug. Das Einzige, was er machen kann, ist möglichst weit aufsetzen und möglichst Richtung halten. Ja, jetzt aufsetzen. Dort rennt jetzt die. Ja, der Evident hat einfach schöne Flugzeuge gebaut. Existierende von 5 im Jahre 1937 an die mexikanische Luftwaffe gelieferte Ryan STA Spezial. Soeben gelandet die Buran MS-317. U-52.
ein. Abschiedsgruß von Daniel Koble mit einer wunderschön geflogenen Fassrolle und die Union. Im Anflug Daniel Koble. Sound des Rolls-Royce Merlin, der Hawker Hurricane 2B von Peter Teichmann hört. War dieses Flugzeug bei der Royal Canadian Air Force eingesetzt. Thank you.
in die Normallage. Den Wind schön ausblenden. Sicher und sauber auf die Bahn zu bringen. Und man setzt diese Flugzeuge keinem Risiko mehr aus. Man startet lieber durch und wartet, bis die Bedingungen beim nächsten Anflug wieder besser sind. Flugzeuge mal wirklich im Morgengrauen anzuschauen, wenn sie noch benetzt sind vom Morgentau. Das ist eine ganz tolle Stimmung. Da kann man jedes Jahr auf X-Kalendern wunderschöne Bilder sehen. Ja.
aus der Sonne heraus. Mach mal das. MS317 aus dem Jahr 1938. Macht sich dann weiter die Bewegung auf dem Vorfeld mit Thomas Koch. Wunderschön demonstriert. Und wenn es Ihnen gefällt, dann klopfen Sie doch schon mal ganz leise ein bisschen Beifall. Und im Anflug eine Nord 1001 oder 1002, der sogenannte Pinguin, die Weiterentwicklung der Messerschmitt 108 Typhoon aus französischer Produktion. Spannweite 15,47 Meter, Länge 11,84 Meter. Das Leergewicht liegt bei 6 Tonnen, das maximale Abfluggewicht bei 11,3 Tonnen. Mit 1300 PS. Jetzt im Start. George Kern, T28. Deswegen werden gleich nach dem Anflug die Gase wieder reinschieben und einen Durchstart immer wieder machen. Es wurde jetzt angedeutet, weil wir leider nicht bis zur Entscheidungshöhe runtergehen können, aus Sicherheitsgründen. Die minimale Höhe wurde ja hier auf 150 Meter beschränkt und wir das nicht das volle Programm zeigen können. Aber Sie haben dadurch schon mal ungefähr einen Eindruck, wie das aussehen könnte, wenn eine Maschine auf kurzen Plätzen landet.
enge Formation, Abstand etwa eine Spannweite, knapp 8. Formationsfliegen muss geübt werden. Ganz wichtig. Ja, liebe Zuschauer, schaut mal in die Richtung Tech. Der Vorteil dieser Triebwerksauslegung. Ingo Presser, der jetzt von links wieder in die Formation einfliegt. Demonstration, Langsamflug etwa 130, 140 km/h. Von Hans Jakobs, der gar nicht. Landung jetzt auch ausgeben, die Heaven und Pause. Riesengroße Landeklappen zur Auftriebserhöhung und schauen Sie sich das mal an, wie langsam dieser Koffer hier fliegt. IGSO 540 A1E mit jeweils 385 PS. Gefallen. Eine Viertelumdrehung wieder in die Vorführachse. Maximalgeschwindigkeit 220. Schauen Sie sich das an. Punktrolle nach oben.
Stillstand des Flugzeuges jetzt. Und ab in das Messerflugtrudel. Vielen Dank an alle, die mithelfen, dieses Event zu meistern. Dankeschön. Thank you.